History Making of. Am 13. Oktober 1092 ist Nissam al-Mulk, Großvizier des Seldschukenreiches, auf dem Rückweg in die irakische Stadt Bagdad. Es war gerade der 10. Tag im Ramadan und so machte nach Einbruch der Nacht die komplette Gesandtschaft Halt, um eben das Fasten zu brechen. Was dann geschah, ist uns in den Chroniken folgendermaßen überliefert. Als er nun nach dem Speisen in seiner Sänfte zum Zelt seiner Ehefrau zurückkehrte, trat ein Bittsteller oder irgendein Hilfeflehender an ihn heran. Doch der Knabe tat nur so. Plötzlich zog er einen Dolch und stach dem Visier in den Hals. Schnell floh er, doch stolperte dabei über einen Zeltstrick, sodass die Wachen ihn ergriffen und sofort hinrichteten. Ja, dieses Ereignis sollte als das erste Attentat der Assassinen in unsere Geschichte eingehen. Und damit hallo zur 19. Folge von History Making Of. Und wie ihr schon gehört habt, heute geht es um die Assassinen. Ja, eine mystische Gemeinschaft, um die sich seit fast nur mehr 1000 Jahren zahlreiche Legenden und Mythen ranken. Politische Attentate, Drogenkonsum, Mitglieder, die einfach nur um ihre Treue zu beweisen, sich von Burgenmauern stürzen und ein geheimnisvoller Anführer, den die europäischen Quellen nur den Alten vom Berge nennen. Ja, das alles schauen wir uns heute mal gemeinsam etwas genauer an, denn die Geschichte der Assassinen ist sehr komplex und auch genauso spannend. Ich glaube, aus der heutigen Folge wird jeder etwas Neues mitnehmen, denn sogar die Kreuzfahrer und selbst die Mongolen werden heute eine wichtige Rolle spielen. Also lehnt euch zurück und genießt die Geschichte. Doch bevor wir das alles tun und mit der Folge so richtig loslegen, stelle ich euch wie immer zunächst einmal zwei Fragen. Mit denen könnt ihr ganz einfach euer Vorwissen testen. Heute also zum Thema Assassinen. In welchem Land fassten die Assassinen besonders Fuß und wuchsen enorm schnell zu einer kleinen Macht heran? War es A. der Irak, B. Jordanien oder C. Syrien? Und die zweite Frage lautet, wer leitete den Untergang der Assassinen ein? Waren es A. die Seldschuken, B. die Mongolen oder C. die Mamluken? Ja, wie immer, die Antworten findet ihr natürlich im Laufe der Folge und dann könnt ihr mal sehen, wie groß dann schon euer Vorwissen zum Thema Assassinen überhaupt ist. Also, dann legen wir jetzt endlich mal los und hier ist es, glaube ich, zu Beginn erstmal ganz gut zu klären, für was die Assassinen denn überhaupt heute eigentlich stehen und wieso wir sie immer noch Jahrhunderte und selbst ein Jahrtausend nach ihrer eigentlichen Zeit kennen und über sie reden. Ja, der Begriff Assassine ist mittlerweile so bedeutsam geworden, dass er in zahlreichen Sprachen zu einem eigenen Wort geworden ist. Das hatten wir schon in der vorletzten Folge zu den Ninja. Das ist ja immer ein recht guter Indikator, dass etwas wichtig ist, wenn es ohne Übersetzung in fast jeder Sprache verstanden wird. Ja, so ist es eben auch bei dem Wort Assassine. Ich denke, die meisten werden ja das englische Assassin oder auch im Deutschen natürlich der Assassin kennen. Darunter versteht man eben einen mit Dolch bewaffneten Meuchelmörder. Auch alle, die schon mal einen Teil der Assassin's Creed Videospielreihe gespielt haben oder vielleicht den passenden Film dazu gesehen haben, werden eben dieses Bild vor Augen haben, ein mit Kapuze getarnter Mann, der sich mit Dolch an sein Opfer heranschleicht. Ich habe mal vor der Aufnahme geschaut, wie oft sich eigentlich Assassin's Creed mittlerweile verkauft hat, denn das ist ja wohl das bekannteste Genre der Assassine heute und das sind insgesamt 200 Millionen Mal, also rein statistisch sollte, denke ich, einige von euch schon das Spiel gespielt haben und ja, auch ich habe schon mal einen Teil gezockt, als ich noch jünger war, um ehrlich zu sein und da wurde eben dieses, ja, Klischee vom Kapuze tragenden Meuchelmörder auch so richtig groß, zumindest hier im Westen muss man sagen. Wie viel von den Legenden, die heute so kursieren, überhaupt wahr sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Grundlegend brauchen wir heute mal etwas mehr historischen Kontext, denn schon die Entstehung der Gemeinschaft ist relativ kompliziert und hängt mit der Spaltung des Islams zusammen. Die Spaltung des Islams in Sunniten und Schiiten ist dabei fast so alt wie die Religion selbst. Eng verflochten ist sie mit der Geschichte des Propheten Mohammeds. Dieser gilt ja als Begründer des Islams und verbreitete ganze 20 Jahre seine Botschaft in Arabien. Mohammed starb dann aber im Jahr 632, hatte aber keinen Nachfolger ernannt. So entstehen dann praktisch die zwei großen Strömungen des Islams, eben die Schiiten und Sunniten. Beide haben andere Ansichten, wer der rechtmäßige Nachfolger Mohammed sei. Also es geht hier nicht um theologische Differenzen, sondern einfach ja, um eine Erbfolge, um es leicht auszudrücken. Vielleicht auch mal kurz zur Einschätzung, diese Spaltung gibt es ja heute immer noch. Die demografische Aufteilung zwischen den beiden ja, Konfessionsgruppen ist schwierig zu bestimmen und wird eben je nach Quelle unterschiedlich angegeben. Die Schätzungen, die ich jetzt gefunden habe, sind aus dem Jahr 2010 und die gehen davon aus, dass heute etwa 85% aller Muslime Sunniten und 15% aller Muslime Schiiten sind. Diese Minderheit, also die Schiiten, bilden für uns jetzt auch den Ausgangspunkt für die Geschichte der Assassinen.
denn auch diese Schiiten teilten sich später noch weiter auf. Darauf gehen wir jetzt nicht genauer ein, aber eine Gruppe, die eben daraus entstand, das sind die Ismailiten. Und die sind für uns heute wichtig. Wie schon gesagt, die Hintergründe sind komplex, aber das war jetzt die letzte Spaltung versprochen. Schwieriger wird es heute nicht mehr. Also wir wissen jetzt, die Schiiten teilten sich noch weiter auf und dort entstanden die Ismailiten. Ja, wieso schauen wir uns das Ganze überhaupt an? Naja, der Gründer der Assassinen, ein gewisser Hassan i-Sabbah, war eben Ismailit. Hier schon mal ein kurzer Einschub. Ich bin natürlich kein Profi in arabischer Aussprache. Ich habe mir vorher mal Videos angeschaut, wie dieser Hassan i-Sabbah ausgesprochen wird. Da findet man eigentlich zwei Aussprachen. Also einmal eben Hassan i-Sabbah und manchmal Hassan i-Sabbah. Ihr könnt mir gerne schreiben, was richtig ist. Aber ja, seid mir auf jeden Fall nicht böse, wenn ich da mal einen kleinen Aussprachefehler drin habe. Hassan wird also um 1050 im heutigen Iran geboren und ist die ersten Jahre seines Lebens ein braver Muslim, der die Lehren seiner geistlichen Vorbilder keinesfalls anzweifelt. Doch all dies ändert sich eben schlagartig, als er als Knabe einen Rufer der Ismailiten kennenlernt. Diese werden für ihre angebliche falsche Lehre von Sunniten und Schiiten gleichermaßen geächtet. Doch dieser Randgruppe tritt Hassan nun bei. Er ist begeistert von der Botschaft und geht bald selbst auf Reise, um eben für seinen neuen Glauben zu missionieren. Sein großes Ziel ist dabei, eine Basis für die Ismailiten im Iran zu schaffen. Auch für militärische Zwecke eben. Er zieht jetzt also durch die Lande und kommt wirklich gut herum. Unter anderem verbringt er einige Jahre im heutigen Kairo und Alexandria. Aus Alexandria soll er dann aber abgeschoben werden und flieht so wieder zurück in seine Heimat in den Iran. Dort gelingt es ihm dann tatsächlich, 1090 eine Burg einzunehmen. Nämlich die Festung Alamut. Übersetzt heißt das Ganze Adlernest und beschreibt schon recht gut, mit was wir es hier zu tun haben. Heute bleiben uns leider nur noch Ruinen, denn ein bestimmtes Volk hat diese Burg komplett zerstört. Wer das war, da gehen wir später noch genauer drauf ein, denn dieses Volk brachte auch den Untergang der Assassinen. Ja, wie gesagt, uns bleiben heute nur noch Ruinen, aber ihr findet auch auf Instagram Bilder, wie das Ganze aussieht und das ist echt beeindruckend. Also diese Alamut-Festung, das Adlernest, befindet sich auf einem Berg in Höhe von 2100 Metern. Also da ist ringsrum schon Schnee und dort haben also die Ismailiten jetzt ihre erste Festung eingenommen. Wobei, eingenommen ist eigentlich das falsche Wort, denn es ist nicht so, dass Hassan jetzt die Burg belagert und sie für sich gewinnt, sondern er überlistet praktisch den Burgherrn. Wie er das genau schafft, ist eigentlich recht umstritten. Also es gibt zwei Varianten, die ich jetzt gefunden habe. Einmal eben, dass Hassan wochenlang versuchte, den Burgherrn als Verbündeten zu gewinnen. Und so schaffte er im Verlauf dieser Verhandlungen immer mehr seine Anhänger der Ismailiten in die Burg zu bringen. Irgendwann waren sie dann in der Übermacht und haben dann gesagt, zieh mal lieber ab. Und dann ist der Burgherr auch abgezogen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist nicht so spannend, nach der zahlte er einfach dem Burgherrn Geld und schlug ihn so etwas übers Ohr, dass der einfach abzog. Wie auch immer, die Assassinen hatten nun ihren ersten ernstzunehmenden Stützpunkt. Hassan ließ die Burg und ihre Mauern verstärken, Vorratskammern anlegen und war nun selbst gerüstet für längere Belagerungen. Dass mit dem Assassinenanführer nicht zu spaßen ist, zeigt er auch recht schnell. Alkohol trinken ist nämlich in seinem Glauben strikt verboten. Ohne Ausnahmen. Wirklich ohne Ausnahmen, denn als Hassan einer seiner beiden Söhne beim Weintrinken erwischt, lässt er ihn hinrichten und diese Information ist wirklich gesichert, denn wir wissen sogar, dass er deswegen später dann Probleme eben mit der Erbfolge bekam, weil er eben keine Erben hatte, weil er seinen Sohn hinrichten ließ. Das Schöne ist, wir haben auch heute noch einige Quellen eben von Hassans Zeit auf Alamut und die sind uns bis heute erhalten und da lese ich euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt vor. Hassan i-Sabbah hat von dem Tag an, da er auf die Burg von Alamut kam, für die Dauer von 38 Jahren, bis er diese Welt verließ, zu keinem Zeitpunkt die Burg verlassen. Und auch aus dem Haus, das ihm zum Aufenthalt diente, ist er nicht öfter als zweimal herausgekommen. Und zweimal ist er auf das Dach des Hauses gestiegen. Also, er verließ es praktisch nie. Die Zeit bis zu seinem Tode hat er in dem Haus, in dem er zurückgezogen lebte, mit dem Lesen von Büchern, der Fixierung der Worte der Verkündung und der Lenkung der Angelegenheiten seines Staates verbracht. Und zwar in äußerster Askese, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Wir sehen also, dieser Hassan war auf jeden Fall ein spezieller Mensch. Seine Hauptsorge galt nun der Sicherung und der Ausweitung seiner Herrschaft. Begünstigt wurde dies durch die bereits angesprochenen inneren Wirren, die eben die islamische Welt damals beherrschten. Wie bereits gesagt, gab es eben Aufspaltungen in Sunniten, Schiiten, zahlreiche Bürgerkriege und 1095 kam dann zu alledem noch ein weiterer Player aufs Spielfeld. Einige können es sich schon denken, die Kreuzfahrer. Mit den Kreuzzügen bzw. dem Ende der Kreuzzüge haben wir uns ja bereits in der fünften Folge etwas genauer beschäftigt, aber die Anfänge habe ich damals, glaube ich, gar nicht so genau thematisiert, deswegen hier nochmal ein kurzer Überblick.
Begründet waren die christlichen Kreuzzüge in dem Aufruf von Papst Urban II. Dieser rief am 26. November 1095 seine Anhänger mit den Worten „Gott will es“ zum ersten Kreuzzug auf. Und tatsächlich 4 Jahre später wurde Jerusalem erobert. Diese Dynamiken sind auch übrigens der Grund, wieso die Europäer in Kontakt mit den Assassinen kamen und auch in der Gegend mitmischten. Und auch schon zu dieser Zeit, als die Kreuzfahrer gerade nach Arabien kommen, sind die Assassinen eigentlich für eine Sache bekannt, nämlich für ihre Attentate. Denn im Adlernest, die Burg Alamut, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, wird über die gelungenen Anschläge sogar sorgfältig Buch geführt. Für die Zeit von Hassani Sabbah, also der Gründer der Assassinen, verzeichnet die Liste und die zeitgenössischen Chroniken nicht weniger als 50 gelungene Anschläge. Dazu kommen noch Überfälle auf gegnerische Pilgerer und weitere Angriffe auf Sunniten, welche auch bisher in der Dunkelheit liegen, also die Dunkelziffer ist weitaus höher. Wie auch immer, wir machen jetzt mal weiter mit der Geschichte der Assassinen und hier ist es jetzt mittlerweile so, dass Hassani Sabbah, also der Anführer, sich als Nizarit bezeichnet und ja, wie gesagt, vorher schon die Namen wechseln, wir merken uns jetzt aber die Assassinen. Ja, auch in der Gegend des Persischen Golfes im Bergland liefen immer mehr Anhänger zu ihm über. Um das Jahr 1000 verfügten die Assassinen über ein Dutzend befestigter Stützpunkte und sie waren eigentlich zu einem Staat im Staate herangewachsen. Ja, von ihren Gegnern wurde diese Entwicklung natürlich nicht so gerne gesehen, leider ist uns die Quellenlage dazu oft etwas dürftig, trotzdem sind uns einige Sätze überliefert und das lese ich euch jetzt mal vor. Als die Sache der Assassinen gefährlicher wurde, ihre Macht erstarkte und ihre Zahl zunahm, kam es immer wieder zwischen ihnen und ihren Feinden zu Ausbrüchen von Groll und Hass. Auch die Assassinen werden jetzt also vermehrt Opfer von gewalttätigen Angriffen, wobei man sagen kann, naja, haben sie sich wohl selbst zuzuschreiben, wenn sie selbst das auch tun. Bisher können wir schon mal sagen, die Gemeinschaft hatte es jetzt also geschafft, von einer winzigen extremistischen Sekte zu einer ja, regelrechten Lokalmacht zu werden, wenn auch zu einer kleinen. Da die Lage in den Gebieten um sie herum, also in den angrenzenden Ländern, aber eben wie ein Pulverfass war, machte sich das Ganze die Gemeinschaft jetzt immer mehr zunutze. Besonders im Auge hatte Hassani Sabbah dabei das heutige Syrien. Hier sollten die Assassinen besonders Fuß fassen in Zukunft. Also, Antwort C ist richtig bei der ersten Frage. Bisher, ja, befanden wir uns ja nur im Iran, aber besonders ab jetzt wird Syrien eigentlich der neue Hauptstützpunkt der Assassinen. Ja, wieso ist das Ganze so? Die Situation war hier einfach besonders günstig, denn die europäischen Kreuzfahrer hatten sich eben nur an der Küste festgesetzt. Im Hinterland, also im Landesinneren von Syrien, fand man eigentlich kaum Gegenwehr. Hier regierten muslimische Kleinherrscher, die nicht besonders viel Macht und Chance gegen die Assassinen hatten. Im Verlauf von 3 Jahrzehnten eroberten die Assassinen so viele Burgen, dass sie bald ein weiteres kleines Territorium kontrollierten. Nur mal zur Vorstellung, wir befinden uns jetzt in der Mitte des 12. Jahrhunderts, also ungefähr um 1050, und hier schätzen die Kreuzritter die Assassinen auf ca. 60.000 Mann, verteilt auf ja, ungefähr 10 Burgen, also sie sind schon zu einer wirklichen Lokalmacht geworden. Die Mitte des 12. Jahrhunderts ist es auch die Zeit, wo ja, die Kreuzfahrer so zum ersten Mal richtig in Berührung mit den Assassinen kommen und diese berichten dabei immer von einer Person, der heute wohl bekannteste Assassinen. Sie nannten ihn Senex, zu Deutsch der Greis oder Vetulus de Montanis, was so viel wie der Alte vom Berg bedeutet. Was hier ganz interessant ist, der wahre Name dieses mysteriösen Mannes taucht in den kreuzfahrerischen und europäischen Quellen nie auf, also wirklich kein einziges Mal. Sie kennen den Namen einfach nicht, wobei eben die ja, arabischen Quellen, die uns bisher überliefert sind, den Namen sehr wohl kennen. Nämlich heißt der ja, Mann, der Alte vom Berge, heißt eigentlich Rashid ad-Din Sinan. Dieser Herr wird jetzt sehr wichtig für unsere Geschichte, denn er steht für die Assassinen wie kaum ein anderer. Und hier passt, denke ich, auch mal ganz gut zu klären, woher der Name Assassinen denn überhaupt kommt oder die Assassinen, denn das haben wir bisher noch gar nicht angeschaut. Das Wort war für uns Europäer bis ins 19. Jahrhundert nämlich ein riesiges Mysterium. Schon Wilhelm von Tyros, damals Kanzler von Jerusalem, schrieb zu diesem geheimnisvollen Bund und zu dem Wort Assassinen: Die Unseren, wie auch die Sarazenen, nennen dieses Volk Assassini, ohne dass wir überhaupt wissen, woher dieser Name abgeleitet ist. Ja, wir hören schon, der gute Wilhelm hat nicht so richtig Ahnung, woher das Wort die Assassinen kommt, deswegen gehen wir den ganzen mit unseren heutigen Infos jetzt mal etwas nach. Erst 1809 konnte ein französischer Wissenschaftler beweisen, dass die Assassinen in zeitgenössischen arabischen Quellen häufig mit dem Namen bezeichnet wurden, der eben in dieser Sprache Haschisch, also Cannabis und Gras heißt. Dieser Franzose erklärte seine Theorie wie folgt. Der Alte vom Berge, von dem wir gerade gesprochen hatten, versetzt seine Attentäter vor ihrem Anschlag in einen Drogenrausch. Den Legenden nach führte er dann die jungen Männer in einen Garten mit sämtlichen Luxus und meinte, sie seien jetzt im Paradies. Als der Trip dann irgendwann natürlich vorbei war, wachten die Männer wieder auf und wollten unbedingt wieder in diesen Garten und in diese ja, Glückszustände zurück.
Der Alte vom Berge meinte dann, ihr könnt es gerne haben, ihr müsst für mich nur eine Kleinigkeit erledigen. Ein Attentat vollführen und dann kommt ihr ins Paradies. Diese Theorie ist sehr weit verbreitet und stützt sich eben auf einen Bericht aus dem 12. Jahrhundert, also tatsächlich in der Zeit, die eben auch vom Alten vom Berge dominiert wurde. Trotzdem stimmt das Ganze natürlich nicht, darauf gehen wir gleich noch etwas genauer ein. Trotzdem lese ich euch jetzt mal das Ganze vor, dann habt ihr, glaube ich, noch etwas genauer Ahnung, wie das Ganze denn angeblich ablief. Der Alte, der über magische Kräfte verfügte, gaukelte den Attentätern, auserwählten Männern, das Paradies vor, sodass dieser nach seinem Erwachen bereitwillig die Tat begeht, zu welcher er auch immer befohlen wird, in der Hoffnung, zurückzukehren zu dürfen. Diese Legenden werden aber von den islamischen Quellen nicht belegt, das stammt alles aus christlichen Quellen. Überliefert ist uns nur die Bezeichnung Haschischiten, die tatsächlich damals von Einheimischen für die Assassinen verwendet wurde. Wichtig ist natürlich, dass die Assassinen sich diesen Namen nicht selbst gaben. Der Grund, wieso Assassinen als Haschisch-Raucher verteufelt wurden, ist ganz einfach, nämlich Propaganda des Gegners. Man wollte den Geheimbund einfach schmähen und beschimpfen und so bezeichnete man sie einfach als die Bekifften. Nachdem wir das Ganze jetzt auch geklärt haben, wollen wir uns jetzt natürlich noch ein paar Anschläge der Assassinen anschauen und wie eine solche Tat denn überhaupt ablief. Und da fangen wir jetzt gleich mal mit einem eher untypischen Mordanschlag an, nämlich auf einen christlichen Fürsten. Denn Hauptgegner waren ja eben die sunnitischen Muslime und nicht die Christen. Insgesamt blieben auch die Zahl der Opfer in den Kreuzfahrerstaaten sehr gering. Das hängt vor allem eben damit zusammen, dass der Alte vom Berge eigentlich sogar recht froh über seine christlichen neuen Nachbarn war. Denn die beiden hatten einen gemeinsamen Gegner, die sunnitischen Muslime. Wie auch immer, trotzdem kam es zu einigen Anschlägen und zwei davon schauen wir uns jetzt mal an. Im Jahr 1152 trafen sich die Fürsten der noch drei übrig gebliebenen Kreuzfahrerstaaten. Es waren nur noch drei, weil der Staat Edessa war schon wieder von den Muslimen zurückerobert worden, eben seit dem ersten Kreuzzug. Übrig waren unter christlicher Herrschaft also noch Jerusalem, Antiochia und Tripolis. Das sind wohl auch die bekanntesten Kreuzfahrerstaaten. Der Graf von Tripolis, sein Name war Raimund II., war Gastgeber des Treffens. Als das Treffen der Fürsten dann vorbei war, wollte die Fürstin des Kreuzfahrerstaates Antiochia die Heimreise antreten. In diesem Moment beging Graf Raimund von Tripolis einen folgenschweren Fehler. Er bat ihr nämlich an, sie ein Stück lang zu begleiten. In den Quellen können wir dann Folgendes lesen. Als er, nichts Böses ahnend, durch das Stadttor einritt, wurde er am Eingang des Tores von den Dolchen der Assassinen niedergestreckt und er fand ein klägliches Ende. Als die Ermordung des Grafen bekannt wurde, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Die Bevölkerung eilte zu den Waffen und machte alle, die ihrer Sprache oder ihre Kleidung als Fremde verriet, ohne Unterschied nieder, da sie in allen die Mörder vermuteten. Ganz typisch hier ist wieder die Art und Weise des Anschlages, dass die Assassinen sich eben nicht anschleichen in sein Gemach in stiller Nacht, sondern vielmehr wirklich in der Öffentlichkeit mitten auf der Straße eben eine wichtige Person töten. Ein weiterer Kreuzfahrer, den es traf, war Konrad Montferrat, ein Vetter des Kaiser Friedrich Barbarossas und allgemein eine recht wichtige Persönlichkeit in den Kreuzzügen. Zum Zeitpunkt seiner Ermordung war er beispielsweise so gut wie König von Jerusalem. Recht viel höher ging es damals eigentlich kaum, also er war schon ein echt hohes Tier. Dieser Konrad wartete also am 28. April 1192 auf sein Abendessen. Weil seine Frau recht lange im Bad brauchte, entschied er sich, bei einem Freund zu essen und machte sich auf den Weg zu dessen Haus. Dieser hatte aber bereits gegessen und so musste Konrad wieder etwas schlecht gelaunt nach Hause zurückkehren. Auf dem Heimweg kamen dann zwei Männer auf ihn zu und baten ihn, einen Brief zu lesen. Und wir als Assassinen-Profis können uns jetzt schon denken, so unheimliche Bittsteller zu dieser Zeit, das kann ja eigentlich gar nichts Gutes heißen, und so war es auch. Konrad ahnte erstmal nichts Böses, denn die zwei Männer waren in christlichen Mönchkutten eingehüllt. Einer der beiden reichte dem Kreuzfahrer einen Brief, doch bevor der Adlige überhaupt das Schriftstück zu greifen bekam, steckte schon eine Klinge in seinem Hals. Er brach sofort zusammen. Ein paar Anhänger, die das ganze Schauspiel schockiert beobachtet haben, trugen Konrad eilig in seine Gemächer, aber alle Rettung kam zu spät. Einer der beiden Mörder wurde von Konrads Gefolgschaft sofort an Ort und Stelle erschlagen. Doch der andere überlebte und wird dann eben gefangen genommen. Schnell gesteht er aber, zu welcher Organisation er angehört. Der Anführer der Assassinen hatte ihn selbst geschickt. Eine weitere Persönlichkeit, die in der Geschichte der Assassinen eine wichtige Rolle spielt, das war Sultan Saladin. Saladin wurde im Jahr 1137 geboren und ist wohl einer der bekanntesten Personen zu dieser Zeit. Er wurde Sultan von Syrien und Ägypten und ist auch vor allem berüchtigt für seine Rückeroberung von Jerusalem. So wurde er eben auch ein beliebtes Ziel der Assassinen.
Was hier ganz spannend ist, Saladin ist eigentlich der Einzige, von dem wir wissen, dass er zwei Attentate überlebte, die der Alte von Berge beauftragte. Im Dezember 1174 gelangten die Attentäter zum ersten Mal in sein Lager, wurden aber dabei von einem Offizier entdeckt, der sie zur Rede stellte. Die Assassinen gerieten in Panik, stachen Saladins Offizier sofort nieder und stürmten auf Saladins Zelt zu. Glücklicherweise konnten aber seine Wachen die zwei Täter aufhalten. Ein zweiter Versuch folgte dann 2 Jahre später, als Saladin die syrische Stadt Azaz, ich hoffe, das ist richtig, belagerte. Der Ort, den Saladin angriff, wandte sich schnell an den Alten von Berge und bat diesen, seine Assassinen auf Saladin zu hetzen. Er schickte 4 seiner Opferwilligen, die sich als Soldaten verkleideten, in das Lager des Sultans einschlichen und sogar an seinen Kämpfen beteiligt waren. Als der Sultan dann eines Tages vom Zelt eines seiner Offiziere aus dem Vorgang der Belagerung beobachtete, stürzte sich einer der Assassinen auf ihn und führte einen Stoß mit dem Dolch gegen seinen Kopf durch. Den Sultan rettete nur sein Kettenhelm, den er trug und ebenso gerade nicht verletzt wurde. Fortan schlief Saladin angeblich nicht mehr in einem Zelt, sondern ließ sich einen eigenen, ja, Holzturm anfertigen, um sich eben vor Attentaten zu schützen. Zu Saladin und den Assassinen gibt es viele Legenden. So beschreibt einer, wie ein Assassin sich nachts ungesehen von den Wachen in Saladins Zelt schlich und als Warnung, ohne den Sultan anzurühren, einen vergifteten Dolch neben sein Bett legte. Als Saladin aufwachte, war er angeblich so bestürzt, dass er sofort die Flucht ergriff und die Belagerung der Stadt aufgab. Obwohl man sagen muss, dass diese Geschichte wohl bloß eine lustige Anekdote ist, die anderen zwei Anschläge fanden aber tatsächlich so statt. Hier ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Assassinen eigentlich auf, ja, zwei verschiedene Weisen zuschlugen. Es gab wie in diesen drei Attentaten die Variante, dass man wirklich über Nacht praktisch seinen Anschlag ausführte, aber es gab eben auch Taten, welche über Monate und sogar Jahre geplant wurden. Oft tarnten sich die Assassinen in der Gesellschaft mit ganz normalen Berufen wie Mönche oder eben auch Händler und waren so Monate im Umfeld des Opfers. Wir machen jetzt aber weiter mit der Geschichte der Assassinen, denn trotz ihrer Anschläge und Unternehmungen konnten sie eine Sache nicht verhindern, nämlich ihren Untergang. Wenn ihr euch erinnert, die zweite Frage lautete ja, wer den Untergang der Assassinen einläutete, und es waren nicht, wie man es denken würde, die muslimischen Gegner, also Seldschuken oder Mamluken, sondern wirklich die Mongolen. Damit war also Antwortmöglichkeit B richtig, aber wie kam es eigentlich dazu? Ich glaube, zu den Mongolen muss ich nicht viel erzählen. Sie prägten ja eigentlich wirklich vor allem das 13. Jahrhundert in Europa und vor allem eben auch Asien und im Nahen Osten. Die riesigen Steppengebiete der Mongolei wurden im Mittelalter von nomadischen Gruppen beherrscht, welche sich aufgrund ihrer Lebensweise in Clans nicht immer leicht klassifizieren und ja, voneinander unterscheiden lassen. Bereits 1190 gelang es aber Temüjin, die mongolischen Sippen und Stämme zu vereinen und die umliegenden Völker zu unterwerfen. Dieser Temüjin wurde irgendwann so mächtig, dass er einige Jahre später zum Großkhan, also Chinggis Khan, ernannt wurde und spätestens jetzt sollte der Name allen etwas sagen. In den nachfolgenden Jahren eroberte er dann praktisch im Sturm große Teile Chinas, wie zum Beispiel das Gebiet der Qin-Dynastie, und gelangte auch nach Peking. Auch den Assassinen kamen die Mongolen immer näher. Der Tod Chinggis Khan 1227 linderte diese Gefahr auch nicht. Mit seinen Taten legte er nämlich den Grundstein des mongolischen Reiches. Nur mal so, das Ganze ist bis heute das größte zusammenhängende Landreich aller Zeiten. Und damals logischerweise mit Abstand die größte Macht, die es weltweit gab. Einige Jahre vergingen und 1256 war es dann doch soweit. Die Mongolen fielen in Persien und im Iran ein. Nur mal, dass ihr ein Bild vor Augen habt, wie mächtig die Mongolen damals waren. Also zu dieser Zeit umfasste das mongolische Reich etwa 18 bis 20 Millionen Quadratkilometern. Später wurde es nochmal um 5 Millionen Quadratkilometer größer, aber zu dieser Zeit eben etwa 20. Mir persönlich haben diese Zahlen, ja so 20 Millionen Quadratkilometer, jetzt nicht so viel gesagt. Deswegen hier mal zwei Vergleiche für euch. Also Deutschland besitzt gerade etwa eine Größe von 350.000 Quadratkilometer und selbst das Römische Reich hatte zu seiner Blütezeit eine Ausdehnung von 5 Millionen Quadratkilometern. Also war das Mongolenreich damals knapp viermal so groß wie das Römische Reich. Das sind schon echt verrückte Zahlen und dementsprechend kann man sich auch schon denken, dass die muslimischen Reiche und eben die Assassinen dem nicht ganz so viel zu entgegensetzen hatten. 1256 fielen die Mongolen also in Alamut ein. Wir erinnern uns, das war die erste Burg, die Hassan-i-Sabbah, also der Gründer der Assassinen, damals erobert hatte. Ja, das war jetzt aber nun Geschichte, denn die Mongolen nahmen die Festung in Handumdrehen ein. So ist das Adlernest, das fast 180 Jahre allen Angriffen, ja, standgehalten hatte, nur nach einem Tag der Belagerung in die Hände der Mongolen gefallen. Die Angreifer ließen die ehemalige Hochburg der Assassinen schleifen, sodass kein Stein mehr übrig blieb. Nie wieder sollte diese Burg ein Ort des Widerstandes werden. Die anderen Burgen des Geheimbundes mussten sich ebenfalls ergeben.
Dem letzten Anführer der Assassinen im Iran erging es dann nicht recht viel besser. Im März 1257, also ungefähr ein Jahr später, erbat er die Erlaubnis, mit dem Großkhan der Mongolen reden zu dürfen. Das war ja eben der oberste Anführer, das hatten wir schon gehört. Zu diesem Zeitpunkt hieß er Mönke und war ein Enkel des berühmten Genghis Khan. Seine Bitte wurde erwehrt und im März 1257 machte sich der letzte Assassin mit einer mongolischen Gesandtschaft zu seinem Gegner auf, also in die Mongolei. Dort in der Hauptstadt angekommen, wurde er vom Großkhan ungnädig empfangen. Er lehnte seine Bitten ab und meinte praktisch, dass die Assassinen keine Gnade zu erwarten haben. Nicht nur das, denn auf dem Rückweg sollte es noch schlimmer kommen. In Höhe der Kangai-Berge führten die mongolischen Begleiter ihn und seine Männer unter einem Vorwand, für sie ein Fest vorbereitet zu haben, von der Straße weg und brachten sie allesamt um. Damit war dieser Teil der Geschichte der Assassinen also mit einem Schlag zu Ende. Also im Iran waren jetzt die Assassinen Geschichte und auch die Niederlassungen in Syrien konnten sich nicht mehr lange ohne einen richtigen Führer halten. Trotzdem ist komplett zu Ende eigentlich gar nicht das richtige Wort, denn die Assassinen waren ja gläubische Ismailiten, also eben eine Abspaltung der Schiiten, und tatsächlich gibt es heute noch drei dieser Gruppierungen. Also ich würde sagen, schauen wir uns mal an, wie das denn aktuell so aussieht. Die größte davon sind die Nizariten, die heute geschätzt 15 bis 20 Millionen Anhänger immer noch haben. Der amtierende Imam, also das religiöse Überhaupt, ist zurzeit Aga Khan. Dieser bezieht sich direkt auf Hassan Isabach, den Gründer der Assassinen. Es ist also eine praktisch fortlaufende Linie gegeben. Dieser aktuelle Imam ist nebenbei auch einer der reichsten Menschen der Welt mit einem geschätzten Vermögen von 10 Milliarden Euro, nur mal so. Die Nachfolge der Assassinen gibt es heute in ungefähr 25 Ländern, vor allem in Indien und Pakistan findet man viele. Das liegt daran, dass sie dort nicht religiös verfolgt wurden, also sie konnten ihren Glauben dort schon immer ausleben. Aber einen Punkt haben wir heute noch und das ist auch der letzte Punkt der Folge, und zwar schauen wir uns jetzt noch an, wie es zu den Legenden und der Popularität der Assassinen hier bei uns in Europa kam. Und da ist eine Person, fast schon der Hauptverantwortliche, würde ich sagen, nämlich Marco Polo. Der Venezianer ist heute natürlich für seine Reise ins Kaiserreich China bekannt, zu der bestimmt auch noch eine Folge kommen wird, also diese Geschichte interessiert mich sehr, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wie auch immer, Marco Polo durchquerte auf seinem Rückweg von China auch die Gegend um Alamut, also eben genau die Gegend um die erste Burg von Hassan Isabach. Dort hörte er die wildesten und abenteuerlichsten Geschichten von dem mysteriösen Alten vom Berge und seinen ihm blind ergebenen Anhängern. Das waren praktisch genau diese Legenden, die wir uns vorher schon angeschaut haben, also Männer, die durch schöne Jungfrauen in einem Paradiesgarten verführt und mit Drogen gefügig gemacht werden, um danach zu selbstmörderischen Attentaten ausgesandt zu werden, so wurde es dort ausgedrückt. Als Marco Polo in Persien von den Assassinen hörte, waren diese aber bereits schon Selbstgeschichte, deswegen gab es dort wohl mehr Mythen als Wahrheit. Mit seinen Berichten wurden die Taten der Assassinen aber in Europa immer bekannter. So entstanden auch die ersten Mythen, dass der extremistische Bund auch hier bei uns Attentate verüben würde. Papst Innozent III. Verkündigte zum Beispiel, dass kein Mensch einen Assassinen als Attentäter einsetzen dürfte. Heute ist das Ganze aber Schwachsinn, es gab nie Assassinen in Europa und sie waren auch schon längst Geschichte. Ein weiterer Mythos oder besser gesagt eine falsche Korrelation, die heute noch oft hergestellt wird und mit der ich auch aufräumen will, ist der Zusammenhang zwischen islamischem Terror und den Assassinen. Da gibt es gleich mehrere falsche Punkte. Die Assassinen sind nicht die Vorläufer der islamistischen Attentäter. Denn die Methoden, für die wir heute zum Beispiel Organisationen wie Al-Qaida kennen, damit starten nämlich eigentlich russische Anarchisten. Sie gelten als die ersten, die sogenannte Suicide-Bombings durchführen. Das passiert nämlich im 19. Jahrhundert. Am bekanntesten ist hier wohl der Anschlag auf Zar Alexander II., bei dem sich ein Attentäter selbst in die Luft sprengt und den russischen Führer mit sich in den Tod reißt. Auch die Motive waren ganz andere. Bei den Assassinen ging es eben vor allem um Religion und bei den russischen Anarchisten mehr um das Thema soziale Gerechtigkeit. Und auch die japanischen Kamikaze-Flieger gingen dem heutigen islamischen Terror weit voraus. Es gibt also keine direkte Linie zwischen Assassinen und den heutigen Organisationen. Allein schon in der globalen Vorgehensweise unterscheiden sich die beiden. Also das bekannteste Ereignis ist ja wohl 9/11, das man mit dem modernen Terror verbindet. Und hier ist schon die Ansatzweise komplett unterschiedlich, denn der Geheimbund, den wir uns heute angeschaut haben, ist eben nie in einen anderen Kontinent ausgeschwärmt oder hat sich versucht, nach Europa zum Beispiel zu verbreiten. Die Assassinen verließen nie ihre Gebiete. Und das war sie, die Geschichte der Assassinen.
Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende der Folge angelangt, denn es kommen wie immer jetzt noch einige spannende Zusatzinfos für euch und natürlich gehe ich gleich noch auf die Quellenlage und meine Literatur ein, die ich heute verwendet habe. Zunächst einmal muss ich sagen, mich hat es gefreut, dass wir heute mal wieder ins Mittelalter gereist sind, ist ja schon einige Zeit her. Obwohl, ja okay, bei den Ninja ins japanische Mittelalter, aber das ist doch schon ein großer Unterschied. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, jetzt auch mal was zu den Assassinen machen zu können. Das stand schon sehr lange auf meiner Liste. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu, ob ihr mehr von solchen muslimischen Organisationen sehen wollt. Ja, lasst mich das Ganze gerne wissen. Jetzt ist natürlich noch wichtig, welche Literatur habe ich verwendet und wie ist die Quellenlage. Hier gibt es natürlich oft wieder das Problem, dass viele Quellen eben, wie wir vorher gehört haben, von Marco Polo oder von anderen europäischen Autoren sind, denen man eben nicht ganz so gut vertrauen kann. Aber ich habe natürlich versucht, das dann immer anzumerken, zu sagen, es handelt sich nur um Legenden und Mythen. Bei der Wahrheit, ja, sollte man trotzdem natürlich immer bleiben. Die Wahrheit, hier eine ganz gute Überleitung, die findet man, hoffe ich, in dem Buch, das ich heute verwendet habe. Das ist eigentlich ja das Standardwerk von Heinz Halm, Die Assassinen von der C.H. Beck Wissensreihe. Das sind ja diese kleinen Bücher mit immer, ich glaube, so 120 Seiten hatte das Buch. Das sind recht trocken, würde ich sagen, Informationen nach Informationen. Also da findet man jetzt keine gut ausgeschmückte Geschichte, aber das muss es ja auch nicht sein. Das ist ja meine Aufgabe, das Ganze hoffentlich einigermaßen spannend zusammenzufassen. Ja, dort findet ihr auf jeden Fall noch viel mehr Infos, wenn ihr da Lust drauf habt. Da sind auch einige Karten drin, also das Buch ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und jetzt natürlich noch das Wichtigste zum Schluss, ein paar Worte, wie ihr mich und den Podcast unterstützen könnt und vor allem, wie ihr noch weitere Infos zu Geschichtsthemen bekommen könnt. Am wichtigsten ist, dass immer zwei Instagram-Posts zu jeder Folge erscheinen. Immer am Tag der Veröffentlichung, also am 30. oder 15. könnt ihr auf Instagram gehen und dann findet ihr die Bilder zur Folge. Dort trage ich nochmal alle wichtigen Illustrationen, Karten, Personen, alles nochmal zusammen und ich denke, das ist immer ganz gut, wenn man dann nochmal so ein Bild vor Augen hat. Vor allem heute bei den Festungen und bei den Karten ist das auf jeden Fall hilfreich. Der zweite Post kommt dann immer genau 7 Tage nach Veröffentlichung der Folge, also am 7. oder am 22. und dort fasse ich dann nochmal ein bestimmtes Thema, eine Person oder eine, ja, interessante Sache zusammen. Ihr könnt gerne auf Instagram vorbeischauen. Da findet ihr das Ganze schon zu den 18 vorherigen Folgen. Ich denke, da ist auch für jeden etwas dabei. Und wenn euch das Ganze immer noch nicht reicht, dann könnt ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, nämlich History Making Of. Dort erscheinen neben den normalen Podcast-Folgen auch noch eigenständige, etwas kürzere und mehr aufbereitetere Videos zu Themen. Zum Beispiel habe ich gerade ein Video hochgeladen zu 5 falschen Mittelaltermythen. Aber auch zu den Top 5 Eroberern und zu den Samurai findet ihr dort schon einiges an Content. Also dort solltet ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen, abonnieren, die Glocke aktivieren, dass ihr dort nichts verpasst. Wenn ihr mich und dieses kleine Geschichtsprojekt hier unterstützen wollt, dann könnt ihr zwei Sachen tun. Das ist folgen und bewerten. Das geht auf allen Podcast-Plattformen. Auf Spotify könnt ihr sogar direkt einen kleinen Kommentar unter die Folge schreiben, wie ihr denn das Thema fandet oder mir Feedback geben. Am wichtigsten ist aber eben, dass der Podcast etwas größer und sichtbarer wird, dass ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst und folgt, wenn euch das Ganze gefällt. Und wenn euch jetzt noch etwas auf dem Herzen liegt, könnt ihr mir gerne Feedback und Meinungen zukommen lassen. Das geht einmal über die E-Mail-Adresse in der Folgen- und Podcast-Beschreibung, historymakingof@gmail.com oder natürlich eben privat über alle anderen weiteren Kanäle, wie zum Beispiel Instagram. Ja, das war's dann auch schon für heute und ich freue mich, wenn wir uns nächste Folge wieder mit einem spannenden Thema aus unserer Geschichte hören. Also, vielen Dank für alle, die bis hierhin gehört haben und wir hören uns. Ciao!